Yo Leute, was geht ab, euer Beats? Heißt euch recht herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, Leute. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß. Vergesst nicht, mit einem Daumen nach oben zu bewerten und meinen Kanal zu abonnieren hier unter dem Video, um keine weiteren Videos zu verpassen. Heute werden wir irgendwas Fallmäßiges auf jeden Fall kennenlernen und mal schauen, wie das Ganze ablaufen wird. Vergleicht das mal mit Trap King oder so. Schreibt mir weitere Fallen oder so in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns jetzt bei diesem Video wieder. Let's go! Macht's schön. Okidoki, Leute, wir sind hier auf einer Map oder werden jetzt tippet. Wahoo. So, das bin ich, das ist mein Skin, warum auch immer ich so aussehe. Ich heiße Ingame, ich liebe Pat. So habe ich mich damals mal genannt, keine Ahnung, wieso ist mein Nickname hier. Und wir spielen den Todesrun, den Death Run, Leute. Prepare to run. Es geht gleich los und dann werden uns in oder auf unserem Weg, besser gesagt, sehr viele verschiedene Fallen vorkommen. Und ja, jetzt wird das alles gedrückt und ich denke mal, die ersten werden jetzt runterfliegen. Also aufs Grüne darf man. Ich hoffe, jawohl, wir kommen so schnell wie möglich rüber. Das ging auch noch fit. So, wo muss man denn jetzt hin? Man muss hierher. Okay, der erste ist schon sehr weit rüber, also müssen wir uns beeilen. Das heißt also, Leute von außen werden Fallen ein- und ausstellen. Ich hoffe natürlich, dass alles zugunsten von uns hier gemacht wird. Aber man kann natürlich nie sicher sein, wann irgendeine Falle ausgelöst wird oder sonst was. Oh, das war jetzt schon mal sehr schlecht von uns. Und wir sind gestorben, tatsächlich. Oh nein, das gibt's ja nicht. Fuck, 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 fuck. Oh, stirb, Beats, oder komm rüber. Alter, das ist, ey, ich hasse Spinnnetze. Wie die, ey, das gibt's doch nicht. Nein, was ist denn hier los? Zwei Jumps hintereinander, Beats. Komm, so schwer war das doch jetzt auch nicht. Okay, und wir müssen aufpassen. Es können wirklich verschiedenste Fallen auf uns zukommen. Also entweder Blöcke können weggebuggt werden oder sonst was. Bis jetzt haben wir Glück gehabt, sind immer dann rübergekommen. Lol, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Hä? Okay, hier wurde eine Falle ausgelöst. Man sieht außen den Typen, der da rechts herrennt. Ich verstehe die Falle aber noch nicht so ganz. Okay, der wird jetzt auslösen. Ja, das war irgendwie auch klar. Da ist nämlich jetzt eine Wand gespawnt, kann das sein? Jawohl, jetzt ist er weg und jetzt kann man hier rüber jumpen. So, jetzt geht's hier runter. Und man muss da weiter. Perfekt, wir sind weiter, weiter. Oh, fuck, er hat gedrückt. Ja, okay. Da sind wir gestorben. Man kann ja auch weiter strafen und so weiter. Irgendwie hat er mich jetzt auf dem Kieker. Immer ich. Nein! Fuck it, Mann. So, lauf weiter, Beats, lauf weiter. Okay, jetzt drückt er aber nicht mehr. So, jetzt sind wir hier gut durch. Och, Mann, wieder die Spinnennetze. Hier kann man es auch, wunderbar. Wir sind nicht mal ansatzweise auf einem guten Platz. Wir versuchen das gleich natürlich besser zu machen. Aber hier gibt es bestimmt so richtige, krasse Typen, die natürlich alle Maps kennen und können und wissen, wie alles funktioniert. Dafür muss ich aber sagen, sieht es bei uns sehr cool aus. Hier zum Beispiel können so verschiedene Teile rauskommen. Das ist echt krass. So, hier, lol. Alter, bin ich weit zurückgetippt worden. Okay, wir waren so schlecht. Wir haben einfach mittendrin aufgehört. War keine gute Runde, aber ich hoffe, ihr habt das ganze Prinzip jetzt verstanden. Vielleicht sehen wir gleich noch mal ein paar mehr Fallen. Ich, ja, wünsche euch natürlich viel Spaß. Wir legen einfach mal weiter los. Okay, Leute, wir sind jetzt auf einer Map. Die kenne ich, glaube ich, noch von damals. Ja, ich glaube, die kenne ich noch mit Schiffen und so weiter. Man kann auch strafen, das habe ich gerade gar nicht benutzt. Könnte man im Prinzip gleich mal machen. Kann auch sein, dass man das letzte einfach nur so geschafft hat, wenn man gestraft hat. Deswegen, okay, hier dürfen wir nicht ins Wasser, oder wie ist das? So, hier, oh nein, das war doof von mir. Das war sehr doof. Da sind die genau in dem Moment weggebackt. Okay, hier, ja, könnten die Roten verschwinden. Das kennen wir ja mittlerweile. So, wurden zurückgebackt. Okay, was war das denn? Leute, wir buggen. Was ist denn hier los? So, strafen heißt also, man fliegt kurz ein Sekündchen, so, wenn ihr wisst, was ich meine. So, haben nächsten Checkpoint erreicht. Hier könnte, was weiß ich, was auf uns zukommen. Das weiß ich echt nicht mehr. Ich habe die Map schon mal gespielt, aber ist auch sehr, sehr lange her. Aber hier rechts sieht man gerade keinen, deswegen ist hier alles safe und es passiert nichts. So, einmal hier. Ho. Beats, was ist denn los mit dir? Mann, oh Mann, oh Mann. Also das heißt, also um vielleicht ein bisschen aufzuholen, kann man das hier so machen. Dann wird man ein bisschen nach vorne geboostet. So, wisst ihr, was ich meine? Und dann hat man eine Minute diesen Boost nicht mehr. Deswegen sollte man den nicht unnötigerweise benutzen oder sonst was. Und ja, irgendwie erstmal vorher überlegen, was man macht, bevor man etwas macht. So, Checkpoint wieder erreicht oder was? Das war doof. So, konzentrier dich, Beats. Einmal hier rum, dann hier rum, dann darum. Alter, das ist aber auch schwierig. So, und jawohl, wir haben es geschafft. Dann, keine Ahnung, hier ist nichts mehr. Ich sehe aber auch rechts niemanden, der irgendwas macht. Von daher, alles easy irgendwie, ne? So, komm, hier könnten Pfeile rauskommen und uns abschießen. Hatten aber Glück. So, weiter geht's. Wir sind jetzt fast schon am Schiff angelangt. Also, es ist nicht mehr viel. Und wir haben niemanden neben uns. Deswegen, alles wieder locker easy. Keine Fallen, kein nichts. Aber wie gesagt, es könnte jederzeit passieren. Man sollte nicht zu cool sein. Okay, wir haben jetzt diesen Typen schon hier überholt. So, jetzt geht's hier hoch. Oh nein, Jump Boost hat genau in dem Moment aufgehört.
So, hier weiter, da weiter. Wunderbar, Stage 6. Ach, da unten. Oh, bin ich doof. Ich dachte, man muss da oben her. Scheiße, so. Und fuck it. So, jawohl, jetzt haben wir es gepackt. Und jetzt schön hier drauf oder in dem Spinnennetz landen, damit, ja, eigentlich ist es egal, man kriegt gar keinen Schaden. Ich glaube, alles außer im Spinnennetz landen war sogar gut. So, vielleicht kommen wir diesmal sogar ins Ziel, wer weiß, als wie viel da. Da hinten ist nämlich schon das Ziel. So, jetzt kann man hier mal jumpen und hier den Boost benutzen und wir sind im Ziel. Als Erster? Was? Als ob ich Erster war? Was? Ich dachte, ich wäre Letzter oder so gewesen. Läuft, ich war ja voll weit vorne. Und jetzt bin ich hier oben auf der Bühne und jeder guckt mir zu, jawoll. Also meine Statistik, Leute, ich habe 23 Wins, läuft bei mir. Nächste Runde beginnt. Mal schauen, was jetzt so das Ziel ist. Ja, das war sehr doof von allen, die hier jetzt rübergelaufen. Ich wollte gerade sagen, die hier gerade rübergelaufen sind. Ich wäre fast auch mit in die Falle getappt. So. Dann können wir jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie rüberkommen, ohne zu sterben. Wunderbar. Und am besten eine Stage completen. Genau so, das war mein Ziel. So, das wollte ich machen. So, und jawohl, sehr schön. Hier auch noch durchgekommen. Jetzt läuft bei mir noch. Also, ist nicht mehr viel, aber noch läuft. So, wir können einfach durchlaufen. Genau, kurz vor uns gespawnt. Das heißt, Stage 3 ist im Anmarsch. So, sehr schön. So, hier wird irgendwas passieren. Da bin ich mir... Nein? Okay, dann nicht. Ich dachte, der Typ macht hier irgendwas. Ja, das war auch sehr, sehr doof von allen, die jetzt durchgelaufen sind. Man sieht halt jetzt rechts die ganzen Personen, die irgendwas, ne, vorhaben und irgendwas machen wollen und die Leute jetzt killen wollen. So, wunderbar. Jetzt geht's hier weiter hoch. Und jetzt mal gucken, dass wir hier nicht sterben. Ich sehe aber schon ganz viele Rote. Jawohl, irgendwie so... Als ob! Nein, das war sehr doof. Wir waren schon so weit und sind gestorben. Okay, das hätte oder könnte unser Tod bedeuten. Wir haben aber bis jetzt schon eine Runde gewonnen. Auf jeden Fall hätte ich es nicht gedacht. Okay, der Erste ist jetzt schon im Ziel. Guckt, läuft bei ihm richtig. So, Laufi! Scheiße. Okay, was ist denn jetzt hier los? Kann man jetzt... da war doch gerade nichts, hä? Warum bin ich gerade gestorben? Egal, komm, hoch hier und hoch hier. Und wo jetzt? Da lang. Wunderbar. Jump Boost ist da. Und Feuer ist weg. So, jetzt wird der TNT zünden. Bin ich mir sehr sicher. Strafe back. Egal, ich gehe einfach mal durch und bin im Ziel. Diesmal leider nur als Elfter. Schreibt mir übrigens mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt. Und lasst einen Daumen nach oben da. Hundertprozentig, Leute. Alle mal einen kräftigen Daumen nach oben da lassen. Nicht vergessen. So, jetzt geht's direkt schon mal weiter mit der nächsten Map. Wir werden sterben, da bin ich mir sehr sicher. Nein, wir wurden nicht getroffen. TNT wurde auch schon gezündet. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mal durchlaufen. Wasser. Nein, Wasser hat uns den Rest gegeben. Direkt mal ein Scheißstart. Wir haben zu viel gewollt und riskiert. Nicht gut, aber wir sollten jetzt gleich, jawohl, da hinten den ersten Checkpoint erreichen, beziehungsweise die erste Stage beenden. Und jetzt geht's weiter. Okay, wir sehen da ein paar Rote. Hier mal wieder voll Risiko, nur auf die roten Beats. Jawohl, läuft bei dir. Nee, aber echt. Geht weiter. So, Wasser kurz mal drüber jumpen. Wunderbar. Oh, das war eine kranke Falle. Jawohl, schön durchgekommen hier. Sehr nice, das war gut gemacht. Kleines Lob an mich selbst. So, und jetzt geht's hier weiter. Vor uns ist auf jeden Fall noch eine Person. Auf die sollte man aufpassen. So, aber wir sind gut durchgekommen. Nächste Stage hier. Und jetzt laufen wir auch wie er außen rum. Versuchen ihn am Ende nochmal zu überholen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Jawohl, richtig nice. Wie es weitergeht, wollte ich gerade sagen. Und das war wieder so eine Enttäuschung. So gut weitergekommen hier. Leute, das gibt's doch nicht. So, okay, weiter geht's. Jetzt hier die Stage von gerade. Ach man, wir waren so gut dabei. Und jetzt hat der Erste schon gefinisht. Schade, wären wir mal... Oh, jetzt habe ich mich auch in die falsche Richtung geballert. Scheiße, wären wir da mal nicht gestorben. Okay, egal, hier weiter. Vielleicht beenden wir es nochmal auf dem Treppchen. Das heißt also, Platz 1 oder besser... Platz 3... Platz 3 oder schlechter, wollte ich sagen. So, komm, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Der Erste war aber sehr weit voraus, auf jeden Fall. Der ist irgendwie komplett hier durchgestartet. So, wo geht's denn jetzt hin? Nein, ich dachte, ich... Oh, ich dachte, ich muss nichts drücken und kriege einen Boost von den Slime-Blöcken. Das war nicht gut, Beats. So, wir haben jetzt wieder die Chance. Oh, ich hasse mein Leben. Das lief alles wieder so gut. Und ich verstehe nicht, warum ich keinen Boost nach oben bekommen habe. Das macht ehrlich gesagt keinen Sinn. Jawohl, Alter, noch mit dem Boost hier irgendwie nach oben gerettet. Aber natürlich kommt da genau dann Wasser, wenn wir hier rüberspringen wollen, ne? Was auch sonst, Leute, was auch sonst. Und da war es vorbei. Kein Treppchen, kein Nichts.
So Leute, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich wünsche euch noch was. Habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Bis morgen, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr morgen sehen wollt für ein Video. Checkt meinen Merch ab in der Beschreibung, Leute. Das Pullover-Ding hier, was ich anhab, den Pullover in Real Life. Schaut euch das an. Erster Link in der Beschreibung. Wir sehen uns. Bis morgen. Ciao, ciao. Haut rein. Euer Beats.